Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich einen kleinen Unhaul für euch. Ich habe jetzt schon ein paar Wochen nichts aussortiert, habe aber dafür sehr, sehr fleißig geshoppt. Ich meine, es war Buchmesse und ich hatte Buchclub-Treffen und es war ja ein Monat, in dem sehr, sehr viele gute Bücher erschienen sind, die ich mir auch schon teilweise vorbestellt hatte, aber auch jetzt im Monat gekauft hatte. Ja, das werdet ihr in meinem XXL-Neuzugänge-Video sehen. Ich denke, das wird das nächste sein, das online kommt. Insgesamt 4 Bücher durften ausziehen oder müssen jetzt ausziehen. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt mit dem ersten und ich erkläre euch, warum es ausziehen darf. Es wird euch nämlich überraschen, dass ich es aussortiert habe. Und zwar ist das A Good Girl's Guide to Murder. Und wer meinen Kanal verfolgt, der weiß, dass ich von diesem Buch aus den höchsten Tönen geschwärmt habe. Ich habe es im Urlaub, als Mann und ich in Holland waren, angefangen und noch am gleichen Tag beendet, weil ich einfach so addicted war. Ich war so in diese Geschichte hineingezogen und wollte unbedingt wissen, wie es ausgeht, dass ich wirklich erst das Buch zugeklappt habe, als ich durch war. Jetzt ist die Frage, warum darf es ausziehen? Ich hatte mir Band 2 bei Rebuy gekauft. Ich glaube aber, ich habe ihn zurückgeschickt, weil ich finde ihn in meinem Bücherregal nicht. Ich gehe davon aus, dass ich ihn wirklich zurückgeschickt habe, weil ich gesehen habe, und da greife ich jetzt mal dem Neuzugänge-Video voraus. Ich habe mir auf der Buchmesse nämlich die neue Sonderedition im Hardcover-Format gekauft. Die komplette Reihe ist nämlich jetzt als Hardcover erschienen mit wunderschönem Cover, mit wunderschönem Buchschnitt, mit metallischer Veredelung und ich liebe es einfach sehr, sehr, sehr. Lou hat es sich auch gekauft und hat gesagt, du hast da so von geschwärmt, ich kaufe das jetzt auch. Und ja, deshalb, weil dieses Baby hier einziehen durfte und natürlich Band 2 und 3 dann auch noch hier einziehen werden im Laufe der nächsten Wochen schätzungsweise, weil ich jetzt endlich Band 2 lesen möchte. Aber ja, deshalb darf die Paperback-Ausgabe jetzt ausziehen, obwohl dieses Cover ja doch schon sehr, sehr, sehr populär ist. Und wenn jemand diese Schnüre auf diesem weißen Platz sieht, weiß er genau, das ist dieses Buch. Aber ja, ich brauche es halt auch einfach nicht zweimal im Regal. Es geht um das, was vor 5 Jahren passiert ist. Warum, fragt er. Weil ich nicht glaube, dass es sein Bruder war und ich will versuchen, es zu beweisen. Vor 5 Jahren wurde die 17-jährige Andy Bell ermordet. Der Fall ist längst abgeschlossen, denn alle sind sich sicher, dass ihr Freund Zell Sy die Tat begangen hat. Nur Pippa glaubt nicht daran und will den Fall für ein Schulprojekt noch einmal aufrollen. Sie beginnt nachzuforschen und Fragen zu stellen. Aber was ist, wenn der Mörder noch frei herumläuft? Wie weit wird er gehen, um Pippa davon abzuhalten, die Wahrheit ans Licht zu bringen? Dann habe ich nach vielem, vielem Überlegen ein Buch aussortiert, ja, das mir sehr, sehr schwer gefallen ist. Nicht, weil ich es unbedingt inhaltstechnisch behalten wollte, sondern weil ich es geschenkt bekommen habe. Und zwar hat die Ivy mir ja damals das Leseexemplar von Jetzt sind wir echt von hier der Buchhandlung von einer Freundin mitgebracht, die dort halt eben arbeitet. Und deshalb ist es auch ein unverkäufliches Leseexemplar. Es ist quasi ein Exemplar für die Buchhändler. Habe es auch auf meine 24-24-Liste gepackt, damit ich es halt endlich mal von meinem Sub befreie. Aber ich habe es jetzt so oft in meinem What I Read Next Video gehabt. Und jedes Mal, wenn ich mir den Klappentext durchlese oder ihn euch vorlese, denke ich mir, eigentlich hast du gar keine Lust, es zu lesen. Und mein Sub ist hoch genug. Wir haben jetzt mittlerweile schon wieder die 90 geknackt. Ja, eigentlich war ich mal schön unter 80. Ich habe gesagt, ich will nie wieder über 80 kommen. Dieser Monat hat mich sehr, sehr reingeritten. 1, 2, 3, 4, ich muss gerade mal zählen. Allein die Bücher, die ich hier sehe, sind schon über 10 Stück, die einziehen durften diesen Monat. Und das sind nicht alle. Also wartet echt mal gespannt auf das Neuzugänge-Video. Das wird lang. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt gesagt, ich werde es vermutlich jetzt erstmal nicht lesen und werde es dann auch zum Bücherbaum bringen. Wie gesagt, es ist halt ein unverkäufliches Exemplar. Aber ja,
Ich werde es nicht lesen und deshalb darf es jetzt auch ausziehen, aber ich werde euch natürlich noch verraten, um was es geht. Berlin, 2 Jahre zuvor. Bei einem Schreibworkshop lernt Lucy Gregor kennen, der sich mit jedem seiner Worte in ihr Herz schreibt, bis sie nach dem Sommer kein einziges Wort mehr von ihm hört. Köln, jetzt. Plötzlich steht Gregor wieder vor ihr, als wäre es nicht schon schlimm genug, dass er für seinen Master nach Köln gezogen ist, muss Lucy sich ausgerechnet mit ihm die Moderation des Hochschulpodcasts teilen. Mit ihm und seinen Worten voller Erinnerungen, Herzklopfen und Bauchkribbeln. Und dazwischen die eine große Frage, wieso ist Gregor wirklich zurückgekommen? Dann kommen wir zu den letzten beiden Büchern. Die kann ich euch nämlich auch zusammen in die Kamera halten, weil es einfach 2 Bücher einer gleichen Reihe sind. Und auch hier werdet ihr euch fragen, warum wird sie diese Bücher aussortieren? Sie hat doch so sehr davon geschwärmt. Und zwar ist das die Blackbird Academy 1 und die Blackbird Academy 2. Ich glaube, den ersten Band habe ich euch schon mal erzählt, dass ich ihn aussortieren möchte. Habe es aber immer noch nicht getan, weil ich ihn vorher noch einer Freundin ausgeliehen habe, die Gott sei Dank auch sehr gut damit umgegangen ist und das Buch in einem tadellosen Zustand zurückgegeben hat. Ja, warum verkaufe ich die? Zum Ersten bin ich ultra genervt davon und mein Monk macht das halt auch einfach nicht mit. Da haben wir auch gerade die Woche im Buchclub drüber geredet, weil ein Mädel sich Band 2 gekauft hat und ich gesagt habe, pass auf, die sind nicht gleich groß, nicht gleich hoch und auch hier ist der erste Band ein Stückchen größer. Das hat eine ganz einfache Bewandtnis. Dieser hier wurde gedruckt, verkauft in der ersten Auflage Subidubi. Dieser hier wurde gedruckt in der ersten Auflage, auch ein Farbschnitt, aber sie haben außersehen den Farbschnitt von der Bücherbüchse oder der Chest of Fandoms drauf gedruckt und dachten dann, sie machen es so wie bei Carina Schnells einer Reihe. Sie verkaufen den Erstauflagenfarbschnitt einfach mit dem von, keine Ahnung, Bücherbüchse, Chest of Fandoms. Aber dann sind die Fans auf die Barrikaden gegangen und haben gesagt, nein, wir haben hier schon diesen Farbschnitt. Wir hätten für Band 2 auch gerne den passenden Farbschnitt. Lange Rede, kurzer Sinn, ist der Verlag hingegangen und hat alle 3 Seiten abgefräst und hat den neuen oder den originalen Buchschnitt draufgedruckt. Deshalb fehlt uns hier, hier und hier ein Stück der Seite und deshalb ist dieses Buch kleiner als das andere. Ich habe jetzt schon ganz viele gesehen, die einfach die Bücher so ins Regal gelegt haben, dann auf jeder Seite so ein paar Millimeter geändert haben und ich finde, dann fällt es gar nicht mal mehr so arg auf. Aber ja, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich habe es auf jeden Fall so gelöst, auch wenn mir die Cover unheimlich gut gefallen, dass ich mir die Chest of Fandoms Sonderedition gekauft habe. Das ist nämlich auch wieder eine Hardcover-Version. Habe ich gerade die Woche im Buchclub gesagt, steck irgendein Buch, das ich mag, in eine Hardcover-Version und ich kaufe es. Ich bin irgendwie voll der Hardcover-Mensch. Ich weiß nicht warum. Sie sind zum Lesen total schwer. Wobei bei Paperback hast du Angst, dass du den Rücken kaputt machst. Also es hat alles so sein Für und Wider, aber irgendwie bin ich voll der Hardcover-Fan. Und jetzt habe ich eben auch die Blackbird Academy in dieser Version. Werde sie mir natürlich auch noch in dieser Version oder den zweiten Band in dieser Version kaufen. Und jetzt erzähle ich euch noch, um was es in der Geschichte geht. Die ist nämlich richtig, richtig gut und die kann ich auch wenn ich es aussortiere, wirklich nur jedem ans Herz legen. Die Blackbird Academy ist ein Ort, der seinesgleichen sucht. Hier werden Exorzisten ausgebildet, deren Aufgabe es ist, die Menschheit vor den Dämonen zu beschützen. Als Leaf Young in einem Kerker der Blackbird Academy erwacht, kann sie nicht glauben, was ein attraktiver Kerl namens Falco ihr erklärt. Ein Dämon hat von ihr Besitz ergriffen, kurz nachdem dieser ihr einen Dolch ins Herz gerammt hat. Falco ist fasziniert von Leaf, denn noch nie konnte ein Mensch nach einem Dämonenangriff die Kontrolle behalten, ohne den Verstand zu verlieren. Und so macht die Academy ihr ein Angebot. Wenn sie sich zur Exorzistin ausbilden lässt, bekommt sie ihre Freiheit zurück. Falco soll sie trainieren, doch was er nicht ahnt, Leaf hört in ihrem Kopf eine verführerische Stimme. Und diese ist nicht menschlich. Ihr Lieben, das waren alle Bücher, die ich diesen Monat aussortiert habe. Ihr dürft mir jetzt gerne mal verraten, ob ihr auch eins davon gelesen habt, ob ihr die aussortiert hättet, ob ihr verstehen könnt, warum ich das eine oder andere aussortiert habe, ob ihr genauso Zwänge habt wie ich oder euer Monk genauso verrückt ist. Ansonsten packe ich sie euch natürlich wie immer in die Infobox
Und da gibt es dann den Link zu Thalia und Amazon und ihr könnt euch die Bücher nochmal genauer anschauen. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Habt's fein und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss!